Sorgen macht man sich bei Biel bestimmt. Aber das heißt noch lange nicht, dass man den Humor verliert. Rossi vergibt zwar für Biel die erste Chance des Spiels und im Tor landet Jocki statt die Scheibe, aber auch das ist kein Drama. Alles lässt sich aussortieren. Aber zu Chancen kommen die Tessiner auch. Topscorer Klaassen elegant, aber nicht erfolgreich. Er trifft nur den Pfosten. 2 Minuten vor Schluss jubeln dann die Bieler. Aber sie jubeln umsonst. Haas hatte den Stock dann doch um einiges zu hoch. Hier, so bleibt es zur ersten Pause beim 0:0. Zweites Drittel, Biel spielt mehrmals in Unterzahl und Lugano kommt zu Chancen. Pettersson, kein Tor. Und wir sehen, das war nur das Lattenkreuz. 26. Minute. Der grobe Schnitzer von Philipp Furrer. Lüthi und Olausson machen sich auf zum Shorthander-Tor, aber sie scheitern ebenfalls am Torhüter. Konsequenz 0:0 steht es auch nach 2 Dritteln. Und weiterhin wehrt sich Biels Torhüter Simon Retz mit Händen und Füßen. Buchstäblich mit Händen und Füßen, wie die Wiederholung gleich zeigen wird. In der 46. Minute ist er aber dann doch machtlos. Scheibenverlust von Maurer, Walker, Bertaccia, 1:0. Und nur 3 Minuten später diese Situation. Martinsson spielt zu Vogler und es steht 2:0. Ritz nicht mehr ganz so souverän wie zuvor. Und 7 Minuten vor Schluss sieht Ritz ganz alt aus. Er macht das Geschenk des Abends. Pettersson sagt Danke, 3:0. Die Entscheidung. Aber das letzte Tor war das noch nicht. Rossi schießt 5 Minuten vor Schluss den einzigen, aber durchaus verdienten Bieler Treffer. Fazit: Biel hat 2 Drittel lang mitgehalten und gut gespielt. Am Ende aber werden Kevin Schläpfers Sorgen nicht kleiner.